Roland Pazina aus Kempten, Ultratriathlet. Noch schwimmt er im Hallenbad, Ende November dann im Pazifik. Zusammen mit den besten Triathleten der Welt tritt er beim Ultraman auf Hawaii an. 10 Kilometer schwimmen, 421 Kilometer radeln und 84 Kilometer laufen. In nur 3 Tagen. Also der Triathlon an sich selber ist oft natürlich schon pure Härte. Also, und ich glaube, da schaltet man dann gerade im Bereich Ultratriathlon die Gefühle oft ein bisschen aus. Aber die Gefühle danach sind natürlich unbeschreiblicher schön. 11-mal hat Roland Pazina den Ultraman auf Hawaii schon bewältigt. Trotzdem, der Wettkampf ist noch lange nicht zur Routine geworden. Der Ozean gibt sich immer anders, also die ganze Naturgewalten eigentlich. Es ist nie, man kann nie ein Rennen mit dem anderen vergleichen. Und ich kann mir auch beim Ultraman eigentlich auch immer auf jedes einzelne Rennen kann ich mir richtig gut zurückerinnern, weil es einfach immer so von der Gegebenheit immer anders war. Und das macht eigentlich die Herausforderung Ultraman aus. Um sich auf die enorme körperliche Leistung vorzubereiten, muss der Allgäuer intensiv trainieren. An den Wochenenden bis zu 10 Stunden am Tag. Und das alles mit Vollzeitjob und Familie. Die unterstützt Roland Pazina voll und ganz bei seinem Sport. Vor allem, weil gemeinsame Ausflüge deswegen nicht auf der Strecke bleiben. Ja gut, wenn wir am Sonntag Nachmittag zusammen zum Baden fahren, dann ist es oft so, dass wir gemeinsam zwar mit dem Auto zum See fahren, aber sie fahren alleine zurück, weil ich werde dann, ich nehme dann meistens meine Laufschuhe noch mit und laufe dann natürlich vom See heim. Meistens nehmen wir natürlich einen See, der wo extra ein bisschen weiter weg ist, dass ich auch eine gute Trainingsstrecke nach Hause habe. Diese Disziplin zahlt sich aus. Europarekord. Noch keiner hat den Ultraman so oft zu Ende gebracht wie Roland Pazina. Laufen, Schwimmen und Radfahren. In unglaublichen Distanzen. Anfang November feiert er seinen 50. Geburtstag. Langsam aufhören mit dem Extremsport? Noch lange nicht.